Willkommen zu Part 3 von Let's Play Paper Mario Color Splash. Ich befinde mich mal wieder im Anfangsbildschirm und hier ist ja einiges los, Mensch. Wenn man hier mal eine Weile nichts drückt, ist echt interessant. Weiter, wir haben im letzten Part den ersten Level abgeschlossen und haben einen Mini-Farbstern erhalten. Hier, Port Prisma, genau. Können jetzt weitergehen. Hier sind allerdings noch ein Haufen Flecken noch nicht restauriert, wie es hier steht. Aber ich glaube, das nehme ich mir mal für später vor. Ich gehe jetzt erstmal in den nächsten Level, der wäre Papyroni-Pfad. Okay, dann gehen wir mal da rein und schauen, was uns im nächsten Level erwartet. Okay, interessante Levelvorstellung erstmal. Ich bin gespannt. Hierhin hat uns der kleine Farbstern also geführt, auf den Papyroni-Pfad. Dann mal los, Mario. Lass uns den nächsten Farbstern suchen. Okay. Dann restaurieren wir hier direkt mal die ganzen Sachen, die hier nicht restauriert sind. Wir bekommen aber viele Münzen raus aus so einem, wie auch immer, Blümchen. Und ich glaube, der erste Block im Spiel finden wir eine Karte. Das ist natürlich ziemlich geil. Und ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass ich hier immer diese ganzen Sachen anmalen muss. Hier war schon wieder was. Jetzt übersehe ich das noch. Aber hier sind ja... Oh, geil, eine Feuerblume. Eine neue Karte. Okay. Nice. Hier ist auch ein Haufen Rot überall. Finde ich echt nett. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir erstmal dieses Haus hier wieder anmalen müssen. Ich finde den Stil mit den Leveln ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Oh, nice. So, hier unten noch, okay. Moment. Wir haben ja genug Farbe, so ist es ja nicht. Achso, oben drauf auch noch, oder was? Ne, kommen wir gar nicht hin. Es war einfach nur, dass wir es jetzt anmalen konnten. Ne, nicht, ich glaube, ich... Ne, ich komme nicht nach da drüben, schade. Okay, dann gehen wir wieder vor und schauen mal, was wir hier noch so einfärben können. Ziemlich viel müssen wir einfärben. Dann gehen wir jetzt halt hier oben drauf, ne? Das ist halt auch das, man muss halt peinlichst genau darauf achten, dass wir hier überall in irgendeiner Weise Farbe hinmachen. Das ist echt gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ja, zum Glück lag ja hier überall was rum. Da ist auch noch, hier muss noch was hin. Ah, jetzt haben wir's. Okay. Jetzt ist das Haus auch wieder ganz und wir können ja mal die ganzen Karten einsammeln. Da bekommen wir ziemlich viel. Das ist natürlich geil, ne? Ich denke mal, jetzt können wir es auch betreten. Wow. Ach so, jetzt haben wir die befreit. Okay. Nice. Oh, da ist noch einer. Oh, hallo Mario. Vielen, vielen Dank, dass du uns befreit hast. Wir waren gerade auf einem Ausflug, als diese Shy Guys auftauchten. Da haben wir uns hier drin versteckt. Aber irgendwie hat sich die Tür verklemmt und keiner von uns kam mehr raus. Das war eine echt peinliche Situation, die wir wohl ganz schnell wieder vergessen sollten. Ja, ich meine, solange ihr jetzt wieder frei seid, ne? Hä? Lol, das habe ich gar nicht gesehen. Hätte einfach mal draufhauen müssen, ne? Oh, hier ist noch ein bisschen Farbe. Nice. Okay, haben wir eine schöne Karte bekommen. Das Haus ist damit wohl abgeschlossen. Ja, ich sollte das vielleicht nicht immer mit dem Hammer machen, aber ich muss mich da erst dran gewöhnen, dass ich zwei Hammer habe. Ne? Okay, und zack, hier auch noch. Da ist alles wieder aufgefüllt. Das ist natürlich praktisch. Okay, hier kommt auch ein bisschen Farbe runter. Müssen wir mal schauen, was hier so los ist. Achso, okay, es geht nur noch auf einer Seite. War echt nice. Hallo? Treffen sollte ich auch noch üben, ein bisschen. Aber solange es hier überall genug Farbe gibt, ich meine, ist das ja nicht so das Problem, ne? Okay, nice. Man sollte anscheinend auf alles hier so ein bisschen achten. Hier haben wir abgenutzter Sprung mal 3 Karte. Okay. Okay, komm ich rüber. Was zum Lack geht hier vor sich? Ich glaube, das sind Shy Guys, ja. Die sich gerade freuen, weil sie hier den Weg absaugen. Kann ich jetzt bitte mal einen Erstangriff machen und die mal zerstören? Was tanzen die hier, Alter? Na toll. Wunderschön.
Attacke. Okay, ich glaube, was kann ich denn damit machen mit dem abgenutzten Dreisprung? Führe einen ziemlich schwachen Sprung auf einen Gegner aus. Du hast insgesamt 3 Anläufe. Ne, das ist ja langweilig. Ich würde ja mal den riesigen probieren. Führe einen recht kraftvollen Sprung auf einen Gegner. Achso, ne, das ist ja auch langweilig. Das ist ja alles langweilig. Nee, dann nehme ich ja wieder so einen abgenutzten Sprung oder was. Mach bereit, fährt den so ein bisschen ein und mach einfach den ersten schnell fertig. Und gut ist, weil das reicht ja für die. Es sei denn, das sind jetzt stärkere. Okay, ja, ich brauche tatsächlich einen Exzellent, um die zu zerstören. Hä? Okay, habe ich nur. Der eine hat mir, glaube ich, Farbe abgezogen. Und zwar gar nicht so knapp, wie ich gerade sehe. Okay, dann nehmen wir mal einen normalen Sprung. Also keinen abgenutzten, färbt den wieder so zur Hälfte ungefähr. Der müsste ja jetzt stärker sein, dass ich den gleich zerstören kann. Okay, haben wir noch einen Exzellent. Haben den zerstört und jetzt kommt der wieder. Okay, ist geblockt. Da hat er mir nur wenig abgezogen oder halt gar nichts. Also von KP her gar nichts. Okay, nehmen wir mal einen komplett eingefärbten. Hier einen abgenutzten Sprungdingens und dann sollte das auch gegessen sein hier. Okay, nächstes Exzellent, da ist er auch tot. Und dann haben wir es geschafft. Kriegen allerdings keine Münzen, weil ich glaube, dafür muss man die immer. Ach, Scheiße. Was machen die jetzt bitte? Achso. Ah, die hauen jetzt mit der Farbe ab, okay. Die machen sie aus dem Staub. Das darfst du nicht zulassen. Sonst saugen sie noch die ganze Farbe aus unserer wunderschönen Insel. Erstmal wieder einsammeln hier so ein bisschen. Die haben ja einen Haufen Blau, ne, Rot haben sie mir geklaut eigentlich nur. Okay, hier kommt immer Grün raus. Das füllt auch das Gelb ein bisschen auf. Das ist praktisch, das haben wir wieder voll. Ich glaube, ich mache den Fleck mal wieder ordentlich. Okay. Verbrauche allerdings fast mein gesamtes Rot. Und bekomme nicht mal was zurück, schade. Schau mal eben hier runter, was gibt's hier? Ein Speicherblock, okay. Und KP-Auffüller. Okay, speichern wir einmal, holen uns neue KP und noch so ein komischer Typ. Anscheinend hat er uns noch gar nicht bemerkt. Jetzt können wir ihn überrumpeln. Wenn du vor dem Kampf auf einen Gegner springst oder ihm mit dem Hammer eins überziehst, hinterlässt du gleich einen prima Eindruck. Versuche also so oft wie möglich zuerst anzugreifen. Okay, habe ich jetzt mal mit dem Hammer gemacht. Das haben wir bis jetzt nämlich noch nicht geschafft. Da ist aber nur ganz leicht angekratzt. Wir nehmen uns einen abgenutzten Sprung. Und ja, machen wir den einfach kaputt und gut ist. Er ist schon tot. Gut. Und da kriegen wir den perfekt Münzenbonus, sage ich mal. Ein Haufen Rot, das ist gut. Sonst können wir das hier wahrscheinlich gar nicht mehr einfärben. Abgenutzter Hammer. Ist auch neu. Okay, dann gehen wir das mal ein bisschen systematischer ab diesmal. Hat wunderbar geklappt, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, aber man muss es nicht ganz genau machen. Und hier haben wir einen abgenutzten Hammer. Hat man, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht. Huch. Gespeichert haben wir ja gerade. Weiter, was es hier noch so gibt. Ah, die sind ja oben abgehauen, ne? Dann muss ich da mal anschauen. Vorsicht vor den Farbdieben. Alles klar. Die haben wir, glaube ich, schon zur Genüge kennengelernt, die Farbdiebe. Okay, aber hier kriege ich ja nur Geld, ne? Schade. Ja, aber ich nehme ja eigentlich alles mit, weil Münzen kann man ja immer gut gebrauchen. Oh! Wer sagt's denn? Da drüben ist ein kleiner Farbstern. Das war ja einfacher, als ich dachte. Schnell, schnapp ihn dir, damit er uns zum nächsten Farbstern führt. Der sieht aber irgendwie ein bisschen aus wie. Mal kurz diese Münzen. Ja, grün brauche ich ja nicht. Der sieht irgendwie aus, als wäre er entfärbt worden. Du hast ihn noch berührt. Moment mal, was in aller Welt 8-4 geht hier auf? Sieh nur, die Farbe, sie wurde ausgesaugt. Einfach einen Farbstern aussaugen, wer macht denn sowas? Dieser Halunke. Ihm hinterher, dafür wird er bezahlen. Ja, okay, dann holen wir uns den halt.
Ich gehe dann auch nochmal zurück und schaue, was da noch so ist, aber erstmal. Wow. Erstmal wird hier noch so ein bisschen eingefärbt. Ich lass sie mal abhauen und beginne dann die nächste Quest einfach. Ne, da sind sie. Okay, Rot brauche ich allerdings. Ach, muss ich jetzt alle besiegen, Alter? Was zur Hölle? Das ist ja langweilig. Ich komme nämlich mal einen abgenutzten Hammer. Hammerattacken muss ich eh noch üben, weil ich da keine Ahnung habe, wie die gehen. Ich glaube, man muss da A drücken, ne? Wenn es da steht. Okay, Super war jetzt nur. Okay, aber er ist ja gestorben, von daher. Also Super ist, glaube ich, das drittbeste nur. Was? Ist das hier das Kaffee mit dem völlig überbewerteten Kaffee? Bitte nehmt meine Münzen. Bitte, bitte, bitte. Hä, hey, lol. Als ob die uns überhaupt nicht checken. Passiert ja auch mal was total langweilig. Hä, hey, lol. Du willst dich vordrängeln? Vergiss es. Ich liebe Schlangen, dabei weiß ich gar nicht, was es hier gibt. Ist mir aber auch völlig egal. Hä, hey, warum kann ich die denn nicht besiegen? Hatte ich wohl Glück, dass ich da vorhin einen erwischt habe. Okay, da war aber einer gerade. Moment. Ach Gott, jetzt musste ich ja dreimal. Egal, haben wir wieder einen Hammer. Können wir hier auch irgendwas rausholen eigentlich? Oder? Oh ja, nice. Ich zerstöre hier einfach mal schnell alles. Tut mir leid. Aber habe ich gerade nötig. Moment, kann ich die hier auch? Nee, schade. Achso, die stehen auch wieder auf nach einer Zeit. Okay. Nice. Gut, dann haben wir wieder Rot ein bisschen aufgefüllt und gehen mal weiter. Den anderen Shy Guy suchen, aber vorher machen wir noch hier. Und hier. Okay, Rot bekomme ich hier auch immer wieder. Oh, ein Koopa. Lol. Neuer Gegner. Huch. Oh, nice. Jetzt bin ich einfach reingelaufen, würde eigentlich Erstangriff machen, aber egal. Okay, mit Shy Guy sogar. Bei dem habe ich ja absolut keine Ahnung, wie viel der braucht, deswegen nehme ich jetzt mal einen ganz normalen, komplett eingefärbten Schuh. Und hoffe mal, dass das reicht bei dem. Oh ja, das ist ein ziemliches Opfer. Der war schon direkt tot. Okay, habe ich geblockt. Und bei dem reicht wieder hier irgend so ein abgenutztes Ding. Nehme ich einfach wieder den Hammer, den abgenutzten. Damit ich das mal auf die Reihe kriege. Ich muss also noch ein bisschen länger warten. Kann sein, dass ich es jetzt verkacke. Okay, das war schon spitze, das war schon besser, aber ein bisschen länger muss ich noch warten. Aber ich habe dann immer Schiss, dass ich den Hammer dann versauere. Wahrscheinlich ist das auch nur so ein mini kleiner Moment. Eine Koopa-Karte erhalten. Erhalten wir die, weil wir den Gegner besiegt haben? Oder warum jetzt? Das muss ich mir mal noch überlegen, das weiß ich nicht. Ein abgenutzter Sprung, nice. Schauen wir noch hier ein bisschen hin. Okay, ist nichts weiter. Eigentlich wollte ich ja nochmal zurückgehen dann, weil... Ja, da ging es ja auch noch weiter. Wieso komme ich da nicht hin? Mann, muss ich halt oben rum gehen. Okay, ich hab's verstanden. Nehmen wir das hier auch noch mit. Ich glaube, hier sieht es diesmal ganz gut aus mit Karten. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückgehen soll. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Das schneide ich aber kurz. Ich wollte halt nochmal hier oben hingucken. Ich weiß nicht, was da ist, weil da sind ja auch welche weggerannt. Die wollte ich eigentlich auch noch finden. Vielleicht komme ich auch an derselben Stelle raus irgendwie jetzt, aber glaube ich eher nicht. Okay, haben wir das. Das ist ein gelber Shy Guy. Ist der besonders, oder? Man kann halt hier jetzt immer schon schauen, wie stark die sind. Der ist absoluter Noob, der erste. Das heißt, da können wir auch einfach so einen ganz opfrigen, abgenutzten Sprung benutzen. Haben wir also noch einen uneingefärbten. Mach ich ja nur so ein bisschen. Das reicht schon. Und dann zerstören wir den mal. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man da immer mal exzellent macht, oder? Okay, haben wir auch wieder geblockt. Ja, bei neuen Gegnern muss ich dann immer schauen, wie das ist mit dem Blocken. Nehmen wir halt einen abgenutzten Hammer. So ist es ja nicht, müssen wir ja auch üben. Den fähre ich allerdings ein bisschen weiter ein, weil ich weiß ja nicht, wie gut ich jetzt das hinbekomme. Ach, ist auch wieder nur eine Spitze, schade. Ich muss noch ein bisschen länger warten.
Ich müsste mir halt mal die gesamten Phasen dann angucken, wie das dann aussieht. Alter. Gut, das war zwar ein gelber Shy Guy, aber egal. Huch. Meine Güte, jetzt mach doch mal. Das hier kann ich nicht so... Wieder der Hammer in den Arsch geht. Moment, ist das so ein Rettertoad? Wie aus den Trailern. Nice. Da ist ein blauer Farbstern. Leute, als ob man hier mehrere bekommen kann. Jetzt habe ich hier schon zur Hälfte diese andere Sache da gemacht und, ja, keine Ahnung. Moment, das ist doch so ein Rettertoad. Sei gegrüßt, Mario. Vor dir steht der Anführer der lila Rettertoads. Man hat uns gerufen, weil niemand an dieser Wand hinaufkommt. Niemand außer uns ist in der Lage, dieses Hindernis zu überwinden. Eigentlich müssten meine drei Kameraden auch schon längst hier eingetroffen sein, sind sie aber nicht. Wenn du also irgendwo einen lila Rettertoad siehst, schick ihn zu mir, verstanden? Wegtreten. Ihr Rettertoads seid echt toll. Mir gefällt die farbliche Zusammenstellung eurer Uniform. Von euren Halstüchern ganz zu schweigen. Danke, aber bei den Rettertoads geht es um mehr als schneidige Uniformen. Es ist unsere Aufgabe, der gerechten Sache zum Sieg zu verhelfen und den Übeln dieser Welt die Stirn zu bieten. Wenn du mit unserem General sprechen möchtest, findest du ihn an der Retter... Was? Retter Rot... Rot... Rotunde... Was? Retter Rotunde... Bin ich dumm, oder? Im gelben Viertel von Port Prisma. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, da sind sie ja. Wir schlürfen Farbe und tanzen im Kreis. Hast du was dagegen? Bist auch du bald ganz weiß. Ja, das ist erstmal schön... geopfert. Ich denke mal, die dürfen wir nicht mit, mit Sprungattacken angreifen, weil dann würden wir in die Farbe reinspringen. Schätze ich einfach mal. Verdammt. Hat einfach überhaupt nichts gebracht. Alter. Alter! Okay, da müssen wir mal einen ordentlichen Hammer nehmen und den jetzt auch nicht verkacken am besten. Stirb, bitte. War nun super, aber da ist er wenigstens down. Verdammt, es war zu spät. Die springen schneller. Was mache ich denn mal? Ich nehme einfach wieder einen normalen Hammer. Färbe den auch ein bisschen ein. So. Ich darf halt nicht zu lange warten. Auch wieder nur ein Super, aber es reicht wenigstens. Es ist einfach so massig viel Farbe bekommen. Okay, dann ist hier nichts weiter, schade. Dann schneide ich wieder den Rückweg. Okay, schauen wir uns halt hier oben mal ein bisschen um. Hier den Fleck noch einmal umgefärbt, den dürfen wir anscheinend auch nicht anspringen, denke ich mal. Okay, wunderbar. Also ich weiß nicht, wie das bei denen mit den Hämmern da ist. Ich weiß nicht, ich würde gerne mal eine Feuerblume ausprobieren, aber allerdings ist mir das ein bisschen sehr wenig Gegner bis jetzt hier. Das mache ich einfach noch nicht. Wir nehmen einen abgenutzten Hammer. Ich hoffe mal, das reicht für den. Hab den jetzt mal ganz eingefärbt. Und darf jetzt mal nicht ganz so ängstlich sein. Das war immer noch ein Super, aber kurz danach war doch vorbei dann das letzte Mal. Naja, ich muss da erst noch reinkommen, mal schauen. Okay, ich muss jetzt leider einen normalen Sprung nehmen, weil ich keine anderen habe. Färb den jetzt auch noch so ganz leicht ein. Weil einen Sprung habe ich bei den Shy Guys jetzt wenigstens drauf. Wäre jetzt schön gewesen, wenn ich es verkackt hätte, aber okay. Ah ja, wäre der tot. Schau mal eben hier rein. Alter, wie viel bekommt man denn immer von denen, ey? Ist ja krass. Haben wir schon bald die nächste Hammer-Erweiterung da. Ja, das ist ja einfach langweilig. Aber ich habe halt keine schlechten Items mehr. Das ist total blöd. Also keine schlechten Sachen mehr. Ich weiß, ich nutze das erstmal hier so einen Pilz. Ich will nämlich mal wissen, was der, wie viel KP der bringt. Oh, 40, Alter, dann war es ein bisschen verschwendet. Aber okay. Okay, ist in Ordnung.
Mal beide geblockt. Gut, 40 ist natürlich heftig. Jetzt muss ich hier so einen normalen Sprung verschwenden. Aber färbt den jetzt hier. Ja gut, das war schon zu viel. Bei dem, da braucht er noch einen Sprung. Ich mache trotzdem jetzt immer Exzellenz. Kann ja sein, dass es hier irgendwelche Aufgaben gibt, so wie bei den Mario und Luigi Teilen. Als ob. Der einfach gefailt. Oh, da hinten habe ich noch. Sind zwar voll eingefärbt, aber immerhin sind es nur solche billigen hier. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, der war schon nach dem ersten Down. Das ist einfach richtig scheiße, diese Viecher, Mensch. Naja. Hier sind aber immer 20 Milliarden Erweiterungen, jetzt mal ehrlich. Okay, haben wir hier so ein Hüpfpushen. Die hatten wir ja schon mal gekauft. Hier auch noch Münzen. Da haben wir schon wieder so viele Münzen mittlerweile. Hier können wir regenerieren und hier. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Shy Guy. Du hast mich erwischt. Ich gebe auf. Widerstand ist zwecklos. Ich bereue alles. Du siehst schon so aus. Die Farbe bringe ich zurück. Es ist sinnlos, einen Klempner deines Formats zu widersprechen. Na los, lass uns zum Farbstein gehen. Du gehst voran, bitteschön. Dein Ernst? Kann ich denn das hier wieder... Kann ich das hier nicht wieder reparieren? Doch, kann ich. Nice. Dann gehen wir jetzt einmal hier lang, bitte. Können wir uns den Weg da oben sparen. Und rennen zum Farbstern. Irgendwas kommt da doch jetzt sicher... Lol, also... Irgendwas kommt doch jetzt sicherlich noch, oder? Kann ich mit ihm reden? Tut mir wirklich leid, Mario. Heute war so ein Andrang. Hier ist alles ausverkauft. Wenn du die Schlummertaste von deinem Wecker heute Morgen etwas weniger strapaziert hättest, hättest du womöglich noch was gekriegt. Ja, ist mir eigentlich ziemlich egal. Die haben auch alle was zu sagen, aber das ist mir auch ziemlich rille. Also ich werde den Farbstern jetzt wieder de-entfärben. Pass genau auf, damit ich auch ja nicht versuche, irgendwelche Tricks abzuziehen. Ich werde, der kippt die Farbe weg oder irgendeinen Scheiß. Auf jeden Fall greift er uns jetzt noch an. Voila, so gut wie neu. So, lässt du mich jetzt gehen? Oder nimmt die Geschichte jetzt eine unerwartete Wendung? Ach du Scheiße. Abhauen, abhauen, abhauen. Alter. Ja, sicher, wie soll ich denn das wissen? Ich muss halt ein bisschen warten, ne? Und ein bisschen auf die ganzen... Alter. Ja, sicherlich. Und jetzt? Oh, ein Toad. Ist das der aus der Cafeteria oder wie sieht's aus? Die haben den Papyroni-Pfad aufgerollt. Jetzt ist mein Kaffee irgendwo da oben in den Wolken. Was soll ich denn noch machen? Meine gesamte Zukunft hängt in der Schwebe. Mario, kannst du den Boden nicht irgendwie wieder gerade biegen? Ernsthaft? Wie denn? Wie soll ich das denn wieder gerade biegen? Das ist einfach alles im Arsch hier. Das Ende ist auf der anderen Seite. Mit irgendwas am Boden befestigt. Dagegen kloppen bringt gar nichts. Ach so. Hm. Ja, schön. Farbe. Vielleicht mit dem Hammer irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ist hier irgendwas, was es mir hilft? Nee. Höchstens gedacht, dass das hier noch irgendwas bringt. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Muss ja jetzt hier irgendwo eine Sache sein, die mir weiterhilft. Nicht das hier irgendwie rausziehen oder so, oder weiß ich. Kann ich, glaube ich, so oft machen, wie ich möchte. Das bringt einfach nichts. Ich müsste halt da hochkommen irgendwie. Hm.
Ja, wie mache ich das aber? Ist hier irgendwas nicht eingefärbt, das hier vielleicht? Nee, ne? Oh, oh! Nice. Okay. Ja, hier haben wir ja schon alles gemacht, dann zerren wir das halt von der anderen Seite mal ab. Ich lese kurz noch hier, da steht wahrscheinlich dasselbe wie am Anfang vom Pfad. Genau, Vorsicht vor den Pfaddieben. Das hier haben wir schon gemacht. Und das hier, das zerren wir jetzt einfach ab und dann rollt sie es auf, oder was? Ja, ist echt so. Ach du Scheiße. Ah ne, jetzt muss ich wahrscheinlich hier... Ah ne, ich muss einfach langlaufen. Ach Gott. Jetzt geht's von alleine? Ja. Alles klar. Und dann haben wir Glück gehabt. Ich komme, mein liebstes Kaffeechen. Alles klar. Und ganz schön KP verloren kann das sein, ne? Na gut, 15, aber trotzdem. Das ist schon recht. Moment. Krieg ich jetzt einen Kaffee oder. Kann ich, Leute, ich kann ins Kaffee rein. Kann ich dem was klauen? Ne, wir sind ja Mario, wir sind ja ehrlich. Ah, Mario, tolles Timing. Die Typen mit den Masken waren gute Trinkgeldgeber, aber was sie mit meinem Kaffee angestellt haben, ich würde denen so gerne eine Lektion erteilen, aber mein Papier ist einfach nicht stark genug. Lass uns doch mal versuchen zusammenzuspringen und sie platt zu machen. Na los, hab dich nicht so, bitte. Ach du Scheiße. Ach Gott. Ah, nice. Okay, da hat er sich jetzt gefreut, das war gar nicht so einfach. Den Maskentypen haben wir es gezeigt. Yippie, das fühlt sich so gut an. Jetzt aber erstmal zurück zum Kaffee. Blau. Blau ist fuck, jawohl. Okay, gehen wir jetzt nochmal zum Kaffee. Vielleicht gibt er uns ja jetzt noch irgendwas. Wir können schon zum Farbstein lang gehen, aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal zum Kaffee. Es hat echt Spaß gemacht, die Typen platt zu machen. Nur blöde, dass mir jetzt die Gäste fehlen. Ein Kaffee ohne Kunden ist wie ein Schlag ohne Sahne. Findest du nicht auch? Ja, gut, schade. Ich hätte jetzt gedacht, wir können mal die KP heilen oder irgendwas, aber holen wir uns einfach den roten Farbstein. Wir müssen uns allerdings merken, dass hier noch ein zweiter ist. Und wenn wir noch drei von diesen lilanen Rettertots gefunden haben, dann... Ja, gehen wir nochmal hier zurück. Okay, hier ein bisschen wieder auffrischen alles. Noch 20.000 Münzen mitnehmen. Wunderbar. Herzen, 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 Herzen. Ja, ja, ja. Nice. Okay. Hätten wir also den zweiten Level auch geschafft, ich weiß nicht. Oh. Ganz schön viel nochmal eingefärbt, Mensch. Oh, das sieht nice aus, so ein bisschen wie so ein Wasserlevel. Aber Wasser und Papier ist ja jetzt nicht ganz so, ne? 96%, schade, das ist knapp, ne? Hey lol, dann gibt's ja hier auch noch einen zweiten Stern, wenn das die Sternanzeige ist, ne? Okay, im nächsten Part gehen wir dann zum Morellensee. Da gibt es auch wieder zwei. Ich bin gespannt, was das für ein Level wird. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Paper Mario Color Splash. Bis dahin, tschüss.